Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von KidQuest. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt, wir werden jetzt hier noch ein paar Verbesserungen kaufen. Das ist die Stärke, ja. Schnurserker gegen 350 Gold verbessern, machen wir mal. Wir gucken mal, wie viel Stärke wir jetzt werden. Von 50% auf 60%, also 10% mehr Schaden. Für 650 Gold nochmal mal aufrüsten. Jo. Von 60 auf 70%, nicht schlecht. Wir werden noch die Heilung verbessern. Ich glaube 40 hatten wir gehabt vorhin. Dann sind wir jetzt bei 55. Das hier kommt noch ein bisschen höher. Und das Standard Damage Skill. Da wird noch, weiß nicht, 2-3 Mal besser gemacht. Jetzt haben wir 106 Schaden. Anfälliger für Schaden, das ist gut. Ich meine, ich hab noch ein bisschen Gold. Gibt das hier auch mal ein maximaler Level 114 Schaden? Ja, es gibt nicht mehr ganz so viel Damage dazu. Es wird weniger. 2437 Gold habe ich noch. 950 Gold. Aber es. Ich liebe dieses Geld, der ist echt cool. Steht jetzt auf 80%, ja. Ja, nice. Können wir nochmal eine heilende Tatze verbessern. Für 1250. Ist zwar teuer, aber machen wir mal. Schick. Und jetzt kriegen wir 70 Leben wieder. Und wir haben 484. Ja, ist schon mal ein guter Teil, den wir wieder bekommen. Was machen wir denn jetzt? Ich kann ja dahinter nicht, weil ich ja fliegen muss. Wir werden trotzdem nochmal ganz erstmal kurz gucken, wo das ist, wo wir hin müssen. Da können wir meinetwegen auch Mission weitermachen. Oder wir suchen erstmal weiter die. Muss ich da wirklich fliegen können? Nö, eigentlich nicht, oder? Sehe ich doch gar nicht ein. Ich kann doch außen lang laufen. Alter, ist das heftig. Ich kann auch hier übers Wasser und dann da hinten. Aha, guck mal, da sind. Eine versteckte Höhle. Kommen wir nicht durch. Ärgerlich. Kommst du zu mir? Das ist ja wirklich schade. Ich muss fliegen können, in der Tat. Was machen die Salzstreuer? Machen die viel Schaden? Nur mal gucken. Ja, tun sie. Ist okay. Na gut, dann gehen wir erstmal die Inseln abchecken. Ganz kurz zum Anfang. Ah, die Höhe. Level 99, ist das denn ernst? Reizt mich ja schon, da jetzt reinzugehen. Die Insel der Alten gehen wir gleich. Die Meerengen. Schlüsselinsel, hier war ich noch nicht. 3 Drachenruh, Level 45, das ist okay, könnte man sogar machen vielleicht. XI-Ruin, 75, das ist eher ein bisschen zu viel. Katzenhain. Ja. Historiker bezeichnen sie als die Schlüsselinsel, da sie wie ein Schlüssel geformt ist. Denkst du das auch? Naja. Naja. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Der legendäre Katzulu befindet sich gegenüber von dieser Insel. Ja, und wirst du die Katze sein, die ihn letztendlich erschlägt? Alter, ist das dein Ernst? Der Diener Gottes. Ja, Level 40, ich sehe schon. Das ist nichts für mich. Ich gehe mal kurz zu ihm hin. Ich mag es nicht, einfach nur so im Wasser zu sein. Doch, da ist er. Ich habe schon gesehen. Ach, wie süß! Ah, ich kann ihm nicht viel Schaden machen. Not strong enough. Er macht nur meine Rüstung kaputt. Gut, dann wird's zur Insel der alten Meister.
Schauen, was wir hier Schönes machen können. Ich versuche halt in die Ruinen erstmal noch nicht reinzugehen, bevor ich nicht irgendwie eine Mission oder so habe. Diese Insel meint, der Sitz des Reichs der alten Meister. Doch jetzt sind nur noch die Ruinen und Gräber als Erinnerung an das, was sie einst waren, übrig. Dann gehen wir mal zum Unbekannten da hinten. Dieses komische Gesicht im Wasser. Können wir mal gucken hier. Bam! Macht auch ganz gut Damage jetzt. So, nu? Unbekannte. Gute Erfahrung, eine versteckte Höhle. Aber zu den Salzstrahlen hinzugehen bringt es ja auch nicht, ne? Wenn die mich instant killen können. Aber da hinten ist eine Magie. Wir gucken mal. Sackgasse. 99. Mir greift aber auch relativ langsam an. Okay, kann ich wohl nicht. Mehr Salzstreuer. Ach, ich kann nicht, wenn die Gegner in der Nähe sind. Ein Monument! Schau, das ist eine Inschrift. Diese Inseln waren voll von sattem Grün, doch dann traf sie vor langer Zeit ein Fluch. Und nun strafen noch Geister und Ghouls hier umher. Piratenführer, meinst du wolklich? Es ist ein Piratenwegweiserstein. Piraten lassen sowas zurück, damit ihre Crew dann den Schatz finden kann. Schau, da ist eine Unschrift auf dem Stein. Miau. Ja, segel nach Süden zum seltsamen Kopf, der nicht wie eine Katze aussieht. Dann weiter nach Westen zu den Städten, die von Zwillingen. Moment. Kopf. Westen. Zu den Städten, die von Zwillingen. Zwillingstadt. Zwilling. Von da aus geht's weiter nach Nordwesten. Dann Nordwesten. Zur Mitte des größten Sees im Land. Mitte des Sees. Richtung Norden, dann immer geradeaus bis zum Golf zwischen Gras und Eis. Dann Norden, dann immer geradeaus bis zum Golf zwischen Gras und Eis. Bis Golf zwischen Gras und Eis. Doch was? Ah, reist zum Schluss ganz weit nach Westen. Okay, muss ich umblättern. Ganz weit nach Westen. Bis du den Schatz unter dem Wasser versteckt siehst. Was? Ach, Schatz unter Wasser. Okay, auf geht's. Hey, holen wir uns jetzt den Schatz, Katzkollege. Aber sowas von. Kannst du wissen. Ah, voll wichtig. Die noch killen. Oh Gott, der ist ja tödlich. Gut, 1300 Erfahrung. Nicht übel. Der war ziemlich knapp. Er hat mich vermutlich instant getötet. So, nach Süden bis zum Unbekannten. Yo. Dann links nach Westen bis zu den Zwillingsstädten. Ich laufe immer so, ich weiß ja, wo es theoretisch lang gehen würde, aber ich mach's trotzdem. Ich laufe so lang, wie es hier steht. So. So, dann nach Nordwesten in den See da hinten hin. Zur Mitte des Sees. Wird er da hinten sein, der Fillingard-See. Nordwesten einmal nach oben links. Ah, ich will dich auch killen, ich weiß. Du willst das auch. Also kann man ja auch noch fliegen später. Interessant. So, sind die tödlich? Ich glaube nicht mehr, oder? Nee. Puh, trotzdem killen sie mir jetzt nicht mein Dings. Mein Schild. Und trotzdem noch ordentlich Damage. Nicht schlecht. So, dann Norden bis zum Golf, zwischen Eis und zwischen Gras und Eis.
langsam. Die Mountshöhle. So. Zwischen Gras und Eis hier. Gefrorene Tatze. Ganz weit nach Westen. Schatz unter Wasser. Ich denke mal nicht, dass es irgendwie allzu weit draußen sein wird. Ich mag es nicht. Ich will nicht weit nach draußen. Ihr wisst es. Da ist er. Und ich kriege Gentle Bros. Wow. 26 Stufen höher. Verliert zwar mein Schild, aber ich krieg alles andere dazu. Not bad. Sehr schön. Wunderbar, ein Rätsel gelöst. Einzige Glyph ist auch Level 99. 65, naja, doch nicht so weit weg. So, fehlt denn uns jetzt noch die Magie? Achso, die eine Magie war da hinten gewesen. Ja, klar, habe ich jetzt gerade kurz schlafen. Da versuchen wir nochmal weiter zu gehen, ohne dass uns die Gegner sehen. Denn dann kann ich nämlich das Ding betreten. Der Power Spike ist so heftig. Gefrorene Tatze komme ich auch nur hin, wenn ich, wenn ich fliegen kann. So. Ich möchte die Magie haben. Die Ether-Ruinen sind Level 35. Oh, könnte man sogar machen. Da hinten haben wir noch zweimal Magie. Ein winziges Loch. 40. Also dürften gar nicht so starke Gegner hier sein. Geheimnisvoller Tempel. Oh, gut, dass ich noch genug Gold habe. Katzenfalle stellt einen Feind in eine Falle. Wissen Katzenfalle gegen 50 Gold? Na, Logo. Ach, das ist die? Ah ja, das ist nicht schlecht. Fügt Feinde, die hineintreten, Schaden zu. Machen wir statt dem Eis. Können wir das nochmal verbessern. Habe ich immer noch 50 Gold für das andere. Jetzt macht es 19 Schadenspunkte statt 6, 19. Ist doch in Ordnung. Böse? Ja. Tödlich. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. So, was haben wir hier noch Schönes? Astro-Tatze ruft Tatzen aus dem Wetter, bei denen Feinde zerfetzen. Geheimnisvolle Machterrungenschaft freigeschaltet. Steht Leben in Form eines X. Was? Weiß aber nicht, was ich jetzt mal wegmachen möchte. 450. Ich kann Leben stehlen. 3. Autsch. Lass mich in Ruhe. Oh, die Gegner sind jetzt ultra stark, oder? Ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott, noch sind sie. Warum sind sie alle so eklig stark? Dann testen wir noch ganz kurz den anderen Skill. Kein Mana, super. Wir haben zwar einen Totenschädel, aber trotzdem kann ich sie killen. Ja, gute Frage. Steht Leben in Form eines X? Ich glaube, das ist besser. Schöne Skills. Flammentatze, Schnurrserker, genau, Heilung, wilde Tatze, heilende Tatze. Und noch die Astro-Tatze. Die Frage ist, wo jetzt hin? Ich denke, wir machen Missionen. Wir gehen zurück zum Katzpital. Stiehlt Leben. Krieg ich Leben wieder? Keine Ahnung. Gucken gleich mal. Wäre natürlich cool, ne, wenn ich den Leben wieder kriegen würde. 400, ne, 500. Das zeigt nicht mein aktuelles Leben, das zeigt nur mein Maximalleben. Aber es sieht danach aus, als ob ich Leben wieder kriegen würde.
Die Pussy-Ebenen. Nein, wie kann man das nur so nennen, Leute? Das kann man doch nicht ernst nehmen. So, da unten hatte ich die nächste Dingensen. Das nächste Missionsbrett. Da ist es. Gut, aber bevor wir weitermachen, meine lieben Freunde, legen wir uns kurz aufs Öhrchen. Machen auch kurz eine kleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Cat Quest. Bis dahin. Ciao, Leute.